Harry Styles Mama Anne postet rührende Abschiedsworte an ihren Vater. Harry Styles, 27, und seine Familie trauern um seinen Großvater Brian Selly. Wie Harrys Mutter Anne am Montag, 23. August, bei Instagram mitteilte, ist ihr tapferer Vater, bei dem vor einigen Jahren Parkinson diagnostiziert worden war, gestorben. Nicht nur sie nimmt mit rührenden Worten Abschied. Schlaf, süß, du wunderbarer Mann. Mein Herz ist erneut gebrochen. Unsere Familie leidet unter dem Verlust unseres Vaters, Großvaters, Bruder und Freundes, schreibt Harrys Mutter Anne zu ihrem Instagram-Foto, auf dem sie ihren Vater liebevoll umarmt. Dad, du warst so tapfer und mutig, du hast immer gelächelt und einen scharfen und witzigen Kommentar zur richtigen Zeit gemacht. Wir lieben dich total und für immer. Schlafe süß, du wunderschöner Mann. Geh jetzt zu Mom, richtet Anne emotionale Worte an ihren verstorbenen Vater. Sie bedankt sich bei allen, die bereits ihre Anteilnahme ausgesprochen haben. 2017 hatte Anne ihren Ehemann Robin Twist verloren. Harrys Stiefvater war im Alter von 57 Jahren an Krebs gestorben. Gemma Styles nimmt mit Frohbeck-Foto Abschied. Auch Harrys Schwester Gemma Styles, 30, verabschiedet sich von ihrem Großvater. Unter den Text ihrer Mutter setzt sie drei schwarze Herzen, widmet ihrem geliebten Opa aber auch noch einen eigenen Post auf ihrem Instagram-Account. Ruhe in Frieden, Großvater. Du müheloser Komiker und im Ganzen wunderbarer Mann, schreibt Gemma zu zwei Fotos, auf denen sie gemeinsam mit ihrem Opa zu sehen ist. Einmal als Baby, und einmal als junge Frau. Harry Styles, der seit Januar mit Schauspielerin und Regisseurin Olivia Wilde, 37, liiert ist und mit ihr zwischen London und Los Angeles pendelt, hat sich bislang noch nicht zum Tod seines Großvaters geäußert.